LNG, Flüssigerdgas, ist der Hoffnungsträger. Für warme Häuser und für die Industrie. Doch ist das Gas wirklich sauber? In den USA wollen wir herausfinden, woher das LNG überhaupt stammt. Es gelingt uns, das zu filmen, was niemand sehen soll: das extrem klimaschädliche Methan. Bei uns verboten, in den USA erlaubt. Fracking. Was aber heißt das für die Umwelt und die Menschen? Ist unsere LNG-Strategie ein gefährlicher Irrweg? Und was ist mit dem Gas, das wir selbst unter der Erde und unter der Nordsee haben? Rund die Hälfte aller Deutschen heizen mit Erdgas. Und ich auch. Heute steht wieder mal eine Wartung meiner Heizung an. Wie viele andere Menschen bin auch ich verunsichert. Wie lange werde ich noch mit Gas heizen können? Also diese ist so 10 Jahre alt, die Heizung. Ja. Was heißt denn das? Kann man die denn bald wegschmeißen oder wie ist das? Ich würde auf jeden Fall empfehlen, das Gerät noch so weit bis an die Betriebsgrenze weiter zu verwenden. Alles andere macht ökologisch überhaupt keinen Sinn. Wir haben eine Lebenserwartung bei so einem Gerät von 15, 16 Jahre, 17 Jahre. Bei guter Pflege und Wartung durch einen Fachmann kann das auch noch verlängert werden. Was ist denn jetzt eigentlich der Vorteil an der Gasheizung? Ja, der Vorteil ist an der Gasheizung halt die bewährte Technik, die sich über Jahrzehnte lang weiterentwickelt hat und sehr fortschrittlich geworden ist. Sehr sparsam. Wir haben ein extrem gutes Versorgungsnetz in Deutschland. Wir haben in vielen Gutdörfern Gas liegen, in den Großstädten natürlich so oder so. So, wo kommt das Gas denn im Moment eigentlich her? Ja, jetzt kommt das nicht mehr aus Russland, so sagt man. Ich kann das nicht zweifelsfrei beantworten. Die Abhängigkeit vom russischen Gas war über Jahre groß. Nun soll eine neue Quelle das Gasloch stopfen. Angeblich nur als Übergangslösung. Doch die Verträge laufen über 10, 20 Jahre. LNG, Liquefied Natural Gas, oder auf Deutsch Flüssigerdgas. In Wilhelmshaven konnte im Dezember in nur 7 Monaten Bauzeit das erste LNG-Terminal Deutschlands eingeweiht werden. Das Herzstück der Anlage ist ein sogenanntes Regasifizierungsschiff. Hier wird das flüssige Gas wieder in Gasform zurückgewandelt. Die Politik feierte bei der Eröffnung die Geschwindigkeit des Baus und sich selbst. Als wir das gesagt haben, dass hier zum Beispiel in Wilhelmshaven ein solcher Terminal noch in diesem Jahr entstehen solle, haben viele gesagt, das ist niemals möglich, das wird niemals gelingen. Und das Gegenteil ist wahr. Und nach diesem konkreten Schiff, das hier von uns besichtigt werden kann und seine Arbeit aufgenommen hat, wird es viele weitere solche Terminals geben. Das ist jetzt das neue Deutschland-Tempo, mit dem wir Infrastruktur voranbringen. Jahrzehntelang spielte das Flüssigerdgas aus den USA kaum eine Rolle. Jetzt kann es gar nicht schnell genug gehen. Die Regierung investiert Milliarden in neue Speicher und Terminals. Doch ist der Import von Flüssigerdgas wirklich die beste Lösung für die deutsche Industrie? Wo kommt das LNG überhaupt her? Und unter welchen Bedingungen wird es gewonnen, verarbeitet und transportiert? Wir machen uns auf den Weg zu einem der größten Lieferanten von LNG, den USA. Bis 2030 will die EU 50 Milliarden Kubikmeter LNG pro Jahr zusätzlich aus den USA kaufen. Das ist ungefähr ein Drittel der Erdgasmenge, die Europa 2020 aus Russland bezogen hat. Die USA gewinnt ihr Erdgas fast ausschließlich durch Fracking. Umweltschützer kritisieren das als hochgefährliche Technologie. Das Herz der amerikanischen Öl- und Gasförderung,
das Permian in Texas. Hier werden täglich rund 600 Millionen Kubikmeter Erdgas gefördert, auch für den europäischen Markt. Dicht an dicht stehen die Bohrtürme. Seit über 100 Jahren wird hier Öl und Gas gefördert, durch die umstrittene Fracking-Methode heute mehr als jemals zuvor. Wir sind mit dem Ökologen Charlie Barrett verabredet, der hier mit seinem Team von der Umweltorganisation Earthworks Studien durchführt. Vor 150 Jahren war das hier unberührte Natur. Es war das größte zusammenhängende Grasland in Nordamerika, mit auf dem Boden lebenden Vögeln, mit Gräsern und Säugetieren. Ein artenreicher Ort, den es so nicht mehr gibt. Von dem einstigen Grasland ist nichts mehr zu sehen. Viele Flüsse sind ausgetrocknet. Eine Folge der Erdgasförderung, erzählt uns Barrett, denn das Fracking verbraucht viel Wasser. Außerdem werden durch die zugesetzten Chemikalien Gewässer belastet. Sein Team ist heute aber einem anderen Problem auf der Spur. Erdgas besteht vor allem aus Methan. Und Methan ist ein echter Klimakiller. Das hier ist eine Öl- und Gasbohrung und sie sieht verlassen aus. Aber wir sehen da eine Gasfackel. Es wird also etwas ausgestoßen. Methan ist für das menschliche Auge unsichtbar. Doch Barrett nutzt eine Spezialkamera. Sie kann Methan sichtbar machen. Methan ist um ein Vielfaches klimaschädlicher als CO2. Vor allem auf kürzere Sicht treibt Methan die Erderwärmung stark voran. Wir schauen jetzt nach, ob an diesen Tanks etwas austritt. Auch hier ist mit dem bloßen Auge nichts zu sehen. Ein Metallrohr kommt Barrett seltsam vor. Die Kamera bestätigt seine Vermutung: Methan. Überall stinkt es wie auf einer Tankstelle, da auch andere giftige Gase an die Oberfläche kommen. Im texanischen Permian gibt es so viel Gas, dass es den Bohrfirmen offenbar zu mühsam ist, alles aufzufangen. Was man hier sieht, sind unverbrannte Emissionen, die direkt aus der Bohrung kommen. Sie wollen nicht, dass die Leute brennende Gasfackeln sehen. Deshalb entlassen sie das Methan direkt in die Luft. Es ist ja unsichtbar. Beim Abfackeln würde etwa 90% des Methans verbrannt. Wenn es direkt in die Atmosphäre entlassen wird, beschleunigt das den Klimawandel und die Erderwärmung um ein Vielfaches. Das Problem? Das Methan steigt bei fast jeder Bohrung auf und es gibt zehntausende Bohrungen im Permian. Barrett erzählt uns, dass dies nicht einmal illegal ist. Die Öl- und Gasindustrie hat viele Rechte und wenig Pflichten. Die Biden-Regierung hatte versprochen, sich um dieses Problem zu kümmern. Doch passiert ist wenig. Noch immer steigt das Methan völlig unkontrolliert in die Atmosphäre. Solange die Bohrstelle in Betrieb ist, finden wir Emissionen. Wenn sie stillgelegt ist, seltener. Aber wenn sie läuft, immer.
Erdgas wurde uns in Deutschland immer als die sauberste der fossilen Energiequellen verkauft. Doch trifft das auch auf das LNG aus den USA zu? Die Cornell-Universität in Ithaca ist eine der renommiertesten Universitäten der USA. Hier lehrt Professor Dr. Robert Howarth. Er gilt als einer der Experten für Erdgas weltweit. Methan ist als Treibhausgas 100 Mal schlimmer als CO2. Der Weltklimarat sagt, dass ein Drittel der Erderwärmung seit der industriellen Revolution durch Methan verursacht wurde. Wir müssen also diese Emissionen reduzieren. Aber stattdessen wird heute mehr Methan in die Atmosphäre abgegeben als jemals zuvor. Und der größte Treiber dabei ist die Schiefergaserschließung in den USA und Nordamerika. New Mexico. Seit Jahrhunderten leben hier im Chaco Canyon die Menschen vom Stamme der Navajos, umgeben von ihren heiligen Bergen. Bis 2012 konnte der Staat einfach Bohrlizenzen im Reservat der Navajos vergeben, ohne sie zu fragen. Noch heute bohren die Konzerne und berufen sich auf die alten Verträge. Zahlen den Navajos Almosen und kassieren selber Millionen, denn das Land ist reich an Gas und Öl. Kendra Pinto hat Umweltwissenschaften studiert, ist heimgekehrt und kämpft nun gegen die Öl- und Gasindustrie. Dieser bedeutende Ort wurde uns von unseren Vorfahren hinterlassen. Aber jetzt haben wir diese Förderanlagen, die überall aus dem Boden schießen. Diese hier liegt mitten auf dem Pfad, auf dem ich immer gelaufen bin. Eine Gasfracking-Station auf dem Hauptkamm des Heiligen Berges der Navajos. Gas, das vielleicht als LNG nach Deutschland gebracht wird. Es geht jedoch nicht nur um die riesigen Anlagen, die die Landschaft zerstören, erzählt Kendra Pinto. Es gibt auch große Gefahren für die Umwelt und die Menschen. Sie bringt uns zu Mario Atencio, der hier das Land seiner Vorfahren bewirtschaftet. Die Öl- und Gasunternehmen vergiften mein Land. Sie speien toxische Gase in unsere Luft. Allein im letzten Jahr gab es zahlreiche Unfälle, bei denen vergiftete Bohrabfälle unsere Brunnen verseucht haben. Das Schlimmste ist, es verstößt noch nicht einmal gegen das Gesetz. Die Firmen müssen einen Umweltunfall nur melden. Ihn beseitigen oder Schadenersatz zahlen müssen sie nicht, erzählt Mario. Das Land meiner Familie liegt hier und die Förderstätte ist etwa dort. Schaut man auf die Luftqualität, sieht man erhöhte Werte von Formaldehyd, 2-Propanol, Aceton, Dichloral, Dichloridfluormethan, wie spricht man das bloß alles aus? Methylenchlorid, Trichlorethen. Alles offizielle Messungen der Umweltbehörde. Doch passieren tut nichts. Manche sagen, dass Öl und Gas ein dunkler Teil unserer Kultur sind. Sie repräsentieren die Monster der Vergangenheit, die in die Erde verbannt wurden, um nie wieder herzukommen. Öl, Gas, Uran, all diese Dinge sind dort unten aus einem bestimmten Grund. Also müssen wir sie dort unten lassen. Die Angst vor den freigelassenen Monstern ist für das Volk der Navajos sehr real. Kendra und Mario führen uns zu einem geheimen Ort, denn sie haben Angst, dass er vergiftet wird. Es geht um die heilige Quelle des Stammes, die sehr nah an einem Fracking-Gebiet liegt.
Das hier ist laut dem Gesetz der Navajo Nation ein geschütztes Gebiet. Diese Gesetze wurden extra gemacht, damit Öl- und Gasfirmen unser Wasser nicht vergiften. Jetzt gibt es Förderstätten gleich dort hinter dem Hügel, nördlich von uns. Und wir haben große Angst, dass diese Förderstätten unser Wasser hier vergiften. Vom Navajo-Land führen Gaspipelines bis an die Küste des Golfs von Mexiko. In Freeport, nahe Houston, wurde eines der größten LNG-Terminals der USA gebaut, um das Gas vor allem nach Europa zu verschiffen. Im Juni 2022 kam es zu einer gewaltigen Explosion im Terminal. Dabei wurden große Mengen Methan freigesetzt. Seitdem leben die Menschen hier in Angst. Melanie Oldham ist Physiotherapeutin und engagiert sich im lokalen Kampf gegen das Terminal. Von dieser Anlage hier wird CO2 und Methan ausgestoßen. Wir leben in der ständigen Angst vor einer weiteren Explosion. Wir haben von Problemen mit den Pipelines in der Anlage gehört. Es ist etwas, das uns und die Gemeinde in Freeport ständig beschäftigt. Wir möchten mit LNG Freeport ins Gespräch kommen, möchten ihre Seite hören. Doch weder Dreharbeiten auf dem Gelände des Terminals werden uns gestattet, noch ein Interview. Die Antwort: Man hätte keine Zeit. Doch in der Stadt Freeport macht sich immer größere Unruhe breit. Im städtischen Diner sind wir verabredet mit Yvette Arellano und Shiv Srivastava. Sie arbeiten für die Umweltorganisation Fence Line Watch, die sich um die Umweltverschmutzung durch Gas und Öl kümmert. Wir sind Teil der Krebsallee entlang der Golfküste oder der krebserregenden Küste, wie einige sie nennen. Wir haben Krebs, vermehrte Atemwegserkrankungen, wir haben neurologische Probleme und Fälle von Unfruchtbarkeit, besonders in der näheren Umgebung der Anlagen. Auch zu diesen Themen gibt es offizielle Messungen von der Umweltbehörde und dem Gesundheitsamt. Sie sind alarmierend. Wir sind im 92. Perzentil für ein Krebsrisiko aus Luftverschmutzung. Wer hier lebt, hat also ein viel höheres Risiko, an Krebs zu erkranken, als Menschen in anderen Regionen. Die erste Bilanz des LNG ist bedrückend. Krebs, Methanemissionen, die das Klima ruinieren, und vergewaltigte Landstriche bei den Navajos. Trotzdem will die US-Regierung jährlich bis zu 50 Milliarden Kubikmeter LNG zusätzlich nach Europa liefern. Wie sieht es aber mit dem Transport nach Europa aus? Wir möchten wissen, was der Experte Professor Dr. Robert Haworth von der Cornell-Universität über die Verschiffung von LNG nach Europa denkt. Wir verlieren viel Gas auf dem Weg. Wir müssen das Gas verflüssigen, um es zu transportieren, und verlieren dabei mindestens 10% des Gases. Weitere 6-7% entweichen während des Transports über den Atlantik und wenn es wieder in Gas zurückgewandelt wird. Bevor es genutzt und in die Pipelines eingespeist wird, gibt es noch mehr Emissionen, mehr Lecks. Insgesamt verlieren wir wohl 30-35% des Gases. Das erhöht die Kohlenstoffdioxid- und Methanemissionen. Aus der Sicht des Klimas ist LNG ein sehr, sehr schlechter Energieträger. Der schlimmste unter den fossilen Brennstoffen. Da ist es sogar besser, Kohle zu verbrennen. Kohle ist natürlich nicht gut, aber in der Übergangsphase, in der wir versuchen, von fossilen Brennstoffen wegzukommen, wäre sogar Kohle besser. Kohle besser als LNG?
Kann das wirklich stimmen? Zurück in Deutschland. An der Universität Bremen werden Satellitenkameras entwickelt, die Methan erkennen können. Das Wissenschaftlerteam um John Burroughs und Michael Buchwitz kann über diese Kameras ebenfalls die enormen Methanemissionen aus dem texanischen Permian nachweisen. Was sagen Sie dazu, dass LNG klimaschädlicher sein soll als Kohle? Das Problem ist, Gas ist nur dann besser als Kohle, wenn nicht die Leckrate niedrig ist, also wenn nicht Methan direkt in die Atmosphäre gegeben wird aus dem Bohrloch oder aus den Pipelines oder aus den Kompressorstationen. Und da Methan eine sehr viel höhere Klimawirkung hat als Kohlendioxid, was zum Beispiel bei der Kohleverbrennung entsteht, darf die Leckrate nur sehr niedrig sein. Schon so wenige Prozent Methan haben schon den gleichen Klimaeffekt wie CO2. Seit Jahren jedoch kennt die Kurve zum Methanausstoß nur eine Richtung: nach oben. Wenn es so weiter steigt, heißt das, dass die Methanquellen stärker sind als der Methanabbau. Das ist wie eine Badewanne, wo es fließt was rein, weil der Wasserhahn aufgedreht ist und es gibt einen Abfluss, es fließt was raus. Und das sagt jetzt, es fließt mehr rein, als rausfließt. Und deswegen steigt in der Badewanne der Pegel an und das Methan in der Atmosphäre steigt an. Warum setzt der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck dennoch auf LNG? Wir hätten gerne ein Interview mit ihm geführt, doch niemand aus dem Ministerium hat Zeit. Auf unsere konkreten Fragen erhalten wir nur Floskeln. Das Ziel ist es, gemäß des Europäischen Klimaschutzgesetzes, den Methanausstoß bis 2030 um mindestens 58% gegenüber 2020 zu verringern. Und weiter? Die Vereinigten Staaten selbst streben an verschiedensten Fronten nach beträchtlichen Methanreduktionen. Auf der Internetseite seines Ministeriums wird Habeck etwas konkreter. Ich würde es mal klar sagen, wir haben in diesem Jahr auch die unangenehme Entscheidung getroffen, Kohlekraftwerke wieder laufen zu lassen, um Gas zu sparen. Jetzt möge man sich vorstellen, was passiert, wenn wir 2024 sagen müssen, wir haben nicht genug Gas, wir müssen die Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen. Das will ich auf keinen Fall. Deswegen ist es richtig, wie wir es geplant haben, vorzugehen, jetzt schnell Ersatz zu schaffen. LNG um jeden Preis, um den Kohlekompromiss nicht zu gefährden? Selbst bei den Grünen sind nicht alle einverstanden mit Habecks Kurs. Wir treffen den ehemaligen energiepolitischen Sprecher der Grünen, Hans-Josef Fell. Sind denn die Grünen insgesamt LNG-Befürworter wie Robert Habeck? Nein, überhaupt nicht. Erdgas, wenn man es aus Fracking und LNG-Transport nimmt, ist es sogar bis zu 30% klimaschädlicher als die Kohle selbst. Das ist etwas, was nicht durchdringt in den Ministerien, auch beim Minister noch nicht, weil die Erdgaslobby so stark ist. Sie ist unentwegt präsent. Und dann kommen einfach natürliche menschliche Effekte. Wenn man unentwegt mit den gleichen Leuten zusammenkommt, die immer das Gleiche erzählen, dann am Ende glaubt man das auch. Nun ist ja Robert Habeck kein Dummkopf. Warum macht er das trotzdem? Warum setzt er auf LNG? Der hat faktisch keine Zeit mehr, um sich mit Details zu beschäftigen. Die müsste er sich natürlich nehmen, um das zu erkennen. Aber das ist ein Dilemma, in dem Politiker in diesem Niveau leben. Ein Dilemma vor allem für das Klima. Düsseldorf. Sitz der Firma Uniper, die das LNG-Terminal in Wilhelmshaven betreibt. Sie ist aus einer Abspaltung des Energiekonzerns E.ON entstanden und gehört seit Dezember 2022 zu 99% dem Staat. Wir treffen den Projektleiter des Terminals, Dr. Christian Janssen. Alle reden ja von dieser neuen Deutschlandgeschwindigkeit. Haben Sie die denn auch wirklich erlebt? Das klingt ein bisschen pathetisch. Deutschland hat gerufen, wir sind gekommen und haben geliefert. Was ist denn das Gute am LNG? LNG ist eigentlich ein weiterer Baustein in einer sicheren Gasversorgung. Wir kennen ja den pipeline-gebundenen Transport und durch das LNG hat man eben Zugriff auf weltweite Märkte. Und was ist das Schlechte an LNG? Das kann ich Ihnen jetzt nicht so genau beantworten. Oder wollen das nicht? Nee, kann ich Ihnen wirklich nicht. Ich kann Ihnen jetzt keine Zahlen nennen über Methanschlupf oder über leitungsabhängige Transporte, Entfernungen. Und so kann ich Ihnen nicht beantworten. Selbst wenn ich wollte. Und selbst wenn ich wollte, würde ich es nicht, aber ich kann es auch nicht, weil ich die Zahlen nicht kenne.
kenne. Wenn man jetzt aber hört, eben die ganzen Methanemissionen, die Probleme von LNG, kommt dann, sage ich mal, nach der Euphorie vielleicht auch der bittere Nachgeschmack? Ja, das Terminal ist auf Wunsch der Bundesregierung errichtet worden. Und die Frage müssten Sie dann auch an die Bundesregierung stellen. Mhm. Und wenn ich sie Ihnen stelle? Wir haben da ein sehr gutes Projekt abgeliefert, was zur Versorgungssicherheit von Deutschland beiträgt. Und das ist wichtig. Mhm. Und über das andere macht man sich dann keine Gedanken. Genau. Könnte man aber die Versorgungssicherheit auch auf anderen Wegen sicherstellen? Schließlich haben wir auch in Deutschland Erdgas. Zu Zeiten der DDR fand man zum Beispiel unter der Altmark das zweitgrößte Erdgasfeld Kontinentaleuropas. Erdgas als Energiequelle war für die DDR enorm wichtig. Als man das Erdgasfeld 1968 fand, legte die DDR schon damals eine enorme Deutschlandgeschwindigkeit an den Tag, erzählt uns Wolfram Ringlepp, der von der ersten Bohrung an dabei war. Von dem Fund des ersten Erdgases dauerte es dann nur 7 Monate, um von Salzwedel eine Erdgasleitung nach Magdeburg zu bauen und auch dann im August 1969 zu liefern. Das Erdgas hier ist nicht besonders hochwertig. Trotzdem förderte die DDR in den 1980er Jahren 12 Milliarden Kubikmeter im Jahr. Dafür wurden jährlich bis zu 35 Neubohrungen durchgeführt. Seit der Wende ist mir eigentlich nicht bekannt, dass hier noch neue Bohrungen niedergebracht wurden, um vielleicht zusätzliches Erdgas zu gewinnen. Aber wenn wir eigenes Erdgas in Deutschland haben, stellt sich die Frage, warum wird in der Altmark und anderswo in Deutschland so wenig gebohrt? In Hannover ist das Büro des Bundesverbandes für Erdgas. Geschäftsführer ist Ludwig Möhring. Die Gasförderindustrie hat vor rund 20 Jahren hier noch 20% des deutschen Bedarfs gefördert. Das ist seitdem eigentlich kontinuierlich runtergegangen. Wir sind jetzt bei 5%, ungefähr bei 5 Milliarden Kubikmetern. Das hat zwei Ursachen. Die eine Ursache ist, dass Lagerstätten langsam ausgefördert sind. Hat aber auch eine zweite Ursache. Die Unterstützung für die industrielle Aktivität unserer Industrie ist in den vergangenen 10 Jahren massiv zurückgegangen. Es ist immer schwieriger gewesen, neue Projekte erfolgreich umzusetzen. Und das gehört einfach dann auch zur Realität unseren industriellen Handelns hier dazu. Obwohl fast die Hälfte aller Deutschen mit Erdgas heizen, will kaum jemand eine Bohrung in der Nähe haben. Auch wenn es deutlich besser fürs Klima wäre als der Import von LNG aus Übersee. Auch auf der Nordseeinsel Borkum gibt es Streit. Ein niederländisches Unternehmen will von ihren Gewässern aus ein Gasfeld unter Borkum anbohren. Wir treffen den Bürgermeister der Insel, Jürgen Ackermann. Er will uns zeigen, wie dicht die Bohrplattform an die vom Tourismus lebende Insel heranrücken soll. Hier soll konventionell Erdgas gefördert werden, nicht gefrackt werden. Was fürchten die Borkumer? Wir haben vor zwei großen Aspekten so nach einer Förderung Sorge. Einmal direkt der Schadstoffeintrag ins Wasser und in die Luft, der uns hier als Kurort natürlich auch besonders betrifft. Und dann auch die mittelfristigen und langfristigen Folgen, die auftreten können, wie Absenkung des Meeresbodens und damit des Inselsockels, als auch vielleicht andere seismische Phänomene wie Erdbeben. Und nah soll die Plattform der Insel auf jeden Fall kommen. Ja, die Insel ist von unserem Strand aus zu sehen. Wir sind jetzt gerade mal knappe 5 Minuten unterwegs und sind schon da. Man sieht es sehr gut bei normalen Sichtverhältnissen. Es gab auch im Vorfeld Explorationsbohrungen. Da konnte man diese Plattform auch sehr deutlich sehen, insbesondere auch die Rauchschwaden vom Abfackeln. Die Gasförderung sollte hinterfragt werden. Insbesondere soll es nicht zugelassen werden, dass neue fossile Lagerstätten erschlossen werden. Weil das ist völlig kontraproduktiv. Der Klimawandel macht keine Pause. Die CO2-Belastung steigt und steigt. Und dann zu sagen, dass man für Jahrzehnte wieder neue fossile Energieträger fördern will, das passt überhaupt nicht in die Zeit. Womit heizen Sie denn im Moment auf Borkum? Wir sind noch natürlich viele Haushalte auf Gas. Aber die Insel hat sich schon vor einigen Jahren auf den Weg gemacht, hat sich vorgenommen, bis 2030 klimaneutral zu sein. Klingt ein bisschen wie das Wirtschaftsministerium.
Alle hoffen, dass es in der Zukunft besser wird. Und wenn nicht, holt man das Gas halt als LNG aus den USA. Was aber haben die Niederländer in der Nordsee vor? Und ist die Förderung vor unserer Küste genauso schmutzig wie die in den USA? Der Geschäftsführer der holländischen Firma, Christe Rüther von Stevenink, die vor Borkum bohren will, hat einen Termin in Berlin und kurz Zeit für uns. Wir arbeiten hier unter den strengsten Vorschriften. Anders als bei der Förderung von LNG liegen unsere Methanemissionen nahezu bei null. Transport und Fracking finden bei unserer Gasgewinnung nicht statt. Was unterscheidet die niederländische von der deutschen Gaspolitik? Die niederländische Regierung versucht seit Jahrzehnten, weniger fossile Brennstoffe zu nutzen. Für die nächsten 10, 20 Jahre brauchen wir noch Gas. Je lokaler wir fördern, desto sauberer ist es und desto unabhängiger ist unsere Wirtschaft. Gibt es denn in Deutschland ähnliche Pläne? In Hannover hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie seinen Sitz. Die Behörde ist auch zuständig für die Bohrung vor Borkum. Wir treffen den Pressesprecher Eike Bruns. Herr Bruns, guten Tag. Hallo. Michael Höfer, NDR. Hallo. Hallo. Nun redet ja die Politik irgendwie immer von der neuen Deutschlandgeschwindigkeit, was Sie ja bei den LNG-Terminals ja auch gezeigt haben. Wäre ja für eigene Gasgewinnung ja vielleicht genauso umsetzbar. Dass es jetzt ganz große politische Vorgaben gibt, wir müssen jetzt in einer ganz bestimmten Geschwindigkeit diese heimischen Bodenschätze gewinnen, ist mir noch nicht so zu Ohren gekommen und ich glaube anderen auch nicht. Gibt es denn da einen politischen Willen überhaupt, das Gas aus dem deutschen Boden zu holen? Wenn wir uns mal die Zahlen angucken würden, ich habe sie jetzt leider nicht parat, aber so über den Daumen gepeilt, mögen die USA vielleicht dreimal so viele Einwohner haben wie Deutschland. Aber es gibt also in den USA sehr weitläufige, ich will nicht sagen entvölkerte Flächen, aber doch sehr dünn besiedelte Flächen. Da ist natürlich dann gibt es wenig Probleme, denn sage ich mal, in solchen großen Landstrichen mit wenig Menschen oder mit anderen Nutzungen, die vielleicht auf den Flächen liegen, dort zu fördern, während das denn hierzulande schon alles sehr dicht denn im Vergleich dazu ist. Stimmt es, dass in Amerika nur in entvölkerten Landstrichen Gas gefördert wird? Wir haben gehört, dass in den USA fast überall Öl und Gas im Fracking-Verfahren gefördert werden soll, auch in den Ballungszentren. Wir reisen in das Dreiländereck Ohio, Pennsylvania, West Virginia. Pittsburgh, einst Stahlhauptstadt, heute Gashauptstadt. Wir treffen den Journalisten und Buchautoren Justin Noble, der sich seit Jahren mit dem Thema Fracking beschäftigt. Hier sollen noch enorme Erdgasvorräte schlummern. Wir sind hier in Nordwest-Virginia, in der Marcellus-Formation. Diese gesamte Gegend ist besiedelt. Es gibt kleine Dörfer, Kleinstädte und Großstädte. Die kleineren Gemeinden liegen an den Flüssen, die hinunter in die Städte fließen. Das Fracking dort betrifft also nicht nur die Dörfer, sondern auch die großen Städte flussabwärts und die Luft um sie herum. Justin Noble will uns zeigen, dass Fracking sehr wohl auch dort stattfindet, wo Menschen wohnen. Wir sind hier am Stadtrand von St. Clairsville, Ohio. Diese Anlage wird gerade fürs Fracking vorbereitet. Wir sehen hier Wohnhäuser, Unternehmen, Hotels und Restaurants gleich neben der Anlage. Eine weitere Fracking-Anlage steht direkt neben einer Kita. Ein neues Bohrloch mitten in einem Wohngebiet. Alles wird bereits für das Fracken vorbereitet. Unter Druck werden dann große Mengen Wasser und Chemikalien, die in diesen Containern lagern, in das Schiefergestein gejagt, damit es aufbricht und das Gas freigibt. Wir wollen eine Fracking-Anlage sehen, die bereits in Betrieb ist. Es ist einfach, eine zu finden, sagt Justin Noble.
Wir müssen einfach nur den Lastern folgen, die Sand transportieren. Denn auch der Sand wird mit den Chemikalien in das Gestein gedrückt. Schnell werden wir fündig. Hier wird in diesem Moment gefrackt. So we're now in a community. Wir sind hier in einer Gemeinde und mittendrin liegt diese Fracking-Anlage. Das erschüttert mich wirklich. Da ist ein Haus gleich nebenan. Sie haben Kinder. Man sieht dort ihren Spielplatz. Diese Kinder können schlimme Symptome entwickeln. Ich habe mit vielen Eltern und Kindern gesprochen, die neben Fracking-Anlagen leben. Oft beginnt es mit einem Husten. Sie nennen es den Frack-Husten. Dann kommt das Nasenbluten. Du wachst mitten in der Nacht auf und dein Kissen ist voller Blut und du bekommst Atemwegsbeschwerden. Später kommen die Krebserkrankungen, Glioblastom, das ist eine Art von Gehirntumor, oder Leukämie. Denn es gibt noch ein Problem beim Fracking: die Freisetzung von natürlicher Radioaktivität. Die Abfälle müssen deshalb sorgfältig entsorgt werden. Wir folgen den Trucks mit dem Giftmüll. Ihr Ziel? Eine alte Stahlfabrik in Martins Ferry, Ohio. Das hier ist eines der dunkelsten Geheimnisse der Öl- und Gasindustrie. Hierhin fahren sie den radioaktiven Müll von den Öl- und Gasförderstellen. Das Gebäude wirkt heruntergekommen. Wir sind auf einer öffentlichen Straße, aber es gibt keine Hinweise darauf, was hier passiert. Eine alte Stahlfabrik wird zum Umschlagplatz für hochgiftigen Müll aus der Fracking-Industrie. Ein Interview wird uns verweigert, doch wir haben eine andere Spur. Ein Team um den Mikrobiologen Dr. Juri Gorbi will uns einen Stiefel zeigen, den ein Arbeiter aus der Fabrik geschmuggelt haben soll. Das hier ist ein Bild eines Arbeiters. Er steht knöcheltief in einer Mischung aus radioaktivem Material und gesundheitsschädlichen Chemikalien. Das müsste man als gemischten, schwach radioaktiven Abfall einstufen. Die Stiefel des Arbeiters sind so toxisch, dass sie unter Verschluss gehalten werden müssen. Dr. Gorbi misst die radioaktive Strahlung mit einem Geigerzähler. Die Strahlung ist um das Sechsfache höher, als sie sein dürfte. Radium ist eine radioaktive Verbindung, die die Knochenstruktur schwächen kann. Deshalb ist eines der häufigsten Symptome Zahnausfall. Der Arbeiter, der diese Stiefel getragen hat, hat bis heute 6 Zähne verloren. Und er ist erst 38 Jahre alt. Kein Alter, in dem Zähne ausfallen. Dr. Gorbi erzählt uns, dass er vor allem Spuren von Radium-226 und Radium-228 in der Nähe der Gasbohrungen gefunden hat. Hochproblematisch für die Menschen, die nahe der Bohrungen leben. Wie die Familie Blanock, deren Sohn an einer sehr seltenen Knochenkrebsart erkrankte. Geblieben sind den Eltern nur noch die Erinnerungen. Luke liebte Baseball, seine Freundin, und er starb mit nur 19 Jahren. Er war nicht der Einzige. Wir haben in der Kirche für einen Jungen gebetet, der an der gleichen Knochenkrebsart erkrankt war. Im Krankenhaus habe ich dann eine Mutter aus unserer Straße getroffen. Ihr Sohn war bereits an dieser Knochenkrebsart gestorben. Und dann hörten wir von einem weiteren Fall. Der Junge war mit Luke zusammen im Baseballteam. Er war der Fänger und Luke der Werfer. An dem Punkt dachte ich, hier stimmt etwas nicht. Es war immer der gleiche Krebs. Sie gingen zum Gesundheitsamt und zur Umweltschutzbehörde, baten darum, die Fälle zu überprüfen. Doch geschehen ist nichts.
Es sieht so aus, als ob die Umweltschutzbehörden mehr daran interessiert sind, die Rechte der Industrie zu schützen, als die der Bürger. Jobs und Geld. Das ist immer die Priorität. Wenn man mit Politikern redet, sprechen sie immer von Jobs und Geld. Es ist das Einzige, was zählt. Zwei Jungs spielten Baseball auf diesem Feld. Beide starben. Doch die Umweltschutzbehörde weigerte sich, Boden und Wasser zu untersuchen. Was heißt dies nun aber für uns Deutsche, die im großen Stil das gefrackte Gas als LNG aus den USA einkaufen? Wir fragen Dr. Robert Haworth von der Cornell-Universität nach seiner Meinung. Wenn wir die Klimakrise lösen wollen, müssen wir von den fossilen Brennstoffen wegkommen. Doch was machen wir in der Übergangszeit? Erdgas, das von den USA als LNG nach Deutschland geschickt wird, ist die schlechteste Wahl für unser Klima. LNG hat den größten Einfluss auf die Erderwärmung. Wir machen uns auf den Rückweg und fahren direkt in die Grafschaft Bentheim. Hier in Niedersachsen startet eine der wenigen neuen Gasbohrungen in Deutschland. Wenn das Fracking-Gas aus den USA so schlecht ist, gibt es nicht doch eine Möglichkeit, bei uns an Gas zu kommen? Ohne Fracking? Das Wirtschaftsministerium sagt, neue Gasfelder zu erschließen ist in kürzerer Zeit nicht möglich. Wir fragen Dr. Stefan Briske von der Gasfirma Neptune Energy, ob das stimmt. Man kann sicherlich auch in sehr kurzer Zeit neue Erdgasprojekte jetzt in Deutschland hier in der Förderung umsetzen. Das braucht natürlich dann aber auch die Zusammenarbeit von Unternehmer, Behörden und auch letztendlich der Unterstützung aus Politik und Gesellschaft. Doch dieser Wille scheint zu fehlen. Was passiert hier mit dem Methan? Wie sauber ist die Gasproduktion in Deutschland? Methanemissionen sind natürlich ein ganz wichtiges Thema, aber das Methan ist letztendlich unser Erdgas. Also wir haben ja ein Interesse daran, das Erdgas zu verwerten und es nicht in die Atmosphäre abzulassen. Also insofern mit der Förderung ist alles in einem geschlossenen Kreislauf und da finden keine unkontrollierten Emissionen statt. Ja. Okay, haben die in Amerika ja auch das Zeug zu verkaufen. Trotzdem lassen Sie es irgendwie, weil es aufwendig ist, es aufzufangen oder warum auch immer. Die Frage ist natürlich am Ende des Tages, was mache ich, wenn die Förderung wirtschaftlich nicht mehr möglich ist? Und da haben wir eben hier in Deutschland die Verantwortung als Unternehmer, dann auch diese Bohrstellen wieder zu verfüllen und komplett zurückzubauen, sodass alles wieder dicht ist. Dann. Die Norweger und Niederländer machen es vor. Sie fördern ihr Gas fast ohne Methanverlust. Dies sollte hier auch möglich sein. Doch trotz allem, laut ist so eine Anlage auch hier. Dann sind wir hier 2019/20 so ungefähr dann tatsächlich mit der Bohrung gestartet. Das heißt, gute 5 Jahre Vorbereitung waren nötig. Würde man das auch schneller hinkriegen? Beim Neuaufschluss ist das sicherlich, braucht man einige Zeit zur Planung und Vorbereitung, aber im Bestand noch mehr zu machen oder das, was wir jetzt hier haben, auch weiterzuentwickeln, das würde sicherlich auch mit sehr viel guter Kooperation gut funktionieren und schneller gehen. 100%ig sauber ist diese Gasförderung sicher auch nicht. Auf jeden Fall aber klimafreundlicher als LNG. Ich koche sogar noch mit Gas. Sollte ich nun ein schlechtes Gewissen haben? Wenn LNG aus den USA im Spiel ist, ja. Denn fest steht, LNG ist der schmutzigste und klimaschädlichste fossile Energieträger.